So, Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Astralis gegen Luminosity Gaming auf DE Overpass. Should have gone for number 4 instead. Ja, die klassische Map. Von bald für irgendwann mal selbst ins Spiel gebracht. Mittlerweile hat sie sich ja ziemlich verändert. Schauen wir, was hier in der Pistol Round bei Luminosity geplant ist. Auf jeden Fall was ziemlich Schnelles. Kerrigan und Dupree können zwar mit zwei Flex darauf reagieren. Jetzt kannst du ein bisschen darauf an, was Kerrigan noch machen kann. Und er kann eben keinen dritten ziehen und somit hat man jetzt die Überzahlsituation bei LG rausgespielt. Conzero ist hier irgendwo noch am Baseball unterwegs, hat vielleicht darauf gewartet, ob einer der Verschieber eben über den Collector nachkommt. Übrigens auch hier natürlich wieder keine Knife Round. Da es der Pick von LG ist, durfte Astralis sich die Seite aussuchen und haben sich dementsprechend natürlich für die CT-Seite entschieden. Jetzt hat man hier auch nochmal ganz kurz gewartet, dadurch der Eindruck bei Astralis entstanden, dass die Spieler, die aus den Brasilianer von und rund um vorne nochmal verschoben haben. Das ist allerdings nicht richtig. Ich weiß nicht, ob Astralis jetzt gleich noch auf den Trichter kommen könnte, dass die trotzdem auf den A-Spot draufgehen. Zumindest Zypex bewegt sich schon mal wieder zurück. Und wir versuchen da nochmal die Position um auf A einzunehmen. Aber höchstwahrscheinlich wird er nicht mehr rechtzeitig da sein, um dann das noch verhindern zu können, dass die Bombe geplantet wird. Ah, sie pushen ihn sogar zu zweit. Wir setzen den ersten Headshot ziemlich, ziemlich schnell. Und der zweite Spieler, Cold Zero, kommt hinterher. Jawohl, da sitzt der Headshot. Mit der Glock ins Gesicht. So, vorne mit 2 AP. Cold Zero mit 100 Bombe wird gelegt. Soweit auch erstmal verdeckt, dass Cajun da eben keine Chance hat, irgendwie ranzukommen. Und Cool Zero kommt da gerade noch weggesprungen. Also es ist ein 1 gegen 2, Cajun B. Auf jeden Fall keine Fuse-Kit dabei, aber es müsste 1 relativ nahe liegen bei Duprees Leiche, wenn ich alles täuscht. Aber das hat sich sowieso erledigt. 1 zu 0. Luminosity Gaming gewinnt diese Runde mit viel Gas Richtung A kurz. Und dann dieses entscheidende Duell gegen Kerrigan. Im Connector ebenfalls noch gewonnen, sauber ausgespielt, dadurch, dass man das Ganze dann angetäuscht hat, dass man nicht mehr auf den A-Spot geht. Darauf sind die Gegner reingefallen und dann konnte man das schön reinkontakten. Vor allem auch hier wieder Cool Zero, sehr, sehr wichtig, der die Frags hinten in der CD-Base dann, oder den Frag auch hinten in der CD-Base gezogen hat. Gegen den ersten Spieler, der schon nachgeschoben hat. Cypix, glaube ich, war es sogar nicht, Dupree. Den meinte ich vorher noch mit dem Defuse-Kit. Und so, die Weiß hat versucht offensiv zu picken mit seiner Scout. Das hat jetzt in dem Moment nicht funktioniert. Dementsprechend lässt man auf Cajun und Cypix auch nochmal offensiv gehen. Das hat schon ein kleines bisschen besser geklappt. Dupree allerdings dann trotzdem hier im Connector überlaufen worden in den Toiletten, aber er kann schon einiges ansagen, dass da drei oder mehr Leute unterwegs sind. Die Weiß ist ja auf jeden Fall wieder mit seiner Scout am Start. Den ersten Tag gegen Bär konnte er auf jeden Fall schon mal setzen. Ah, da wird er irgendwann abgeholt, also der eine Sprung war dann zu viel des Guten, vor allem der eine Sprung an der gleichen Position wie vorher auch schon. Die Bombe wurde von Kerrigan gerade eben rausgenommen, aber wir sehen es, Fallen und Fair, trotzdem alles im Griff. Somit ist Cypex der letzte verbleibende Spieler, vielleicht kann er noch einen rausnehmen, dann wäre es eigentlich schon ziemlich okay für die CTs. Jetzt haben wir erstmal Fallen, das wird der Bombe noch ein kleines bisschen Zeit, den sollte er gesehen haben. Hat Cypex wirklich nicht gesehen? Es sieht stark danach aus, dass sie noch nicht genau wissen, wo er momentan ist. Rübergezogen, konnte Fallen trotzdem aber nicht komplett ausspielen. Nehmen 26 AP noch bei ihm. Zypix wartet immer noch auf eine bessere Gelegenheit, dass er noch irgendwie einen picken kann. Er hat Fera schon komplett richtig eingeschätzt, dass der immer schon außen rum geschoben hat. Zumindest hat er gerade eben zu B kurz hingezielt, aber ja, jetzt hat er es nicht mehr auf dem Schirm. Nee. Und dann sitzt Fera schon mit seiner MAC-10 bereit, nimmt ihn sich einfach mit und somit auch die zweite Runde für Luminosity Gaming. Also zwei Spieler rausgenommen hat Astralis. Ja, okay. Wird man mitnehmen, besser als nichts, aber optimal ist es nicht wirklich. Gut, die Dänen müssen nochmal in die Sparrunde, das war ja abzusehen, nachdem sie die Pistole verloren haben. Gerade auf der CD-Seite die beiden Sparrunden ja nicht irgendwie umgehbar. Auf der T-Seite ist wenigstens die Möglichkeit, die Bombe zu planten in der ersten Runde. Das ist halt dann, ja, je nachdem, wie gut die Pistole funktioniert. Aber das hast du auf der CD-Seite nicht, denn selbst wenn du die Bombe defused, bringt es dir nicht so viel Geld, dass man dann irgendwie früher kaufen könnte oder so. Kannst du mal den First Frag gerade eben in den Toiletten gesetzt. Die Playball halt relativ weit vorne. Schöne Headshot davon, fair. Aber die Distanz mit der MAC-10 auch schon ein kleines bisschen glücklich. Spot. Ja, da war der Feuerhit, der hat ihn da höchstwahrscheinlich noch verraten, deswegen konnte Fera auch so schnell darauf reagieren. Cajun B fällt und es ist Cypex im 1-on-5. Was soll er machen, außer von der MAC-10 überfahren zu werden? Fera mit insgesamt 3 Kills, Cool Zero mit einem
Und Fallen hat ebenfalls noch einen oben draufgelegt. Somit also 13-0 für Luminosity Gaming. Guter Einstieg auf ihrem eigenen Map-Pick auf Overpass. Ja, und jetzt schauen wir mal, was Astralis uns da auftischen kann auf der CT-Seite. Sie haben auf jeden Fall die Weiß an die AWP gesetzt, natürlich. Der kümmert sich hier erstmal um die langen Positionen. So, Fair hat sich da vorne in den Toiletten schon positioniert, aber die Pre zieht sich rechtzeitig zurück. Das ist dann immer so ein bisschen diese Frage, wie man da genau offensiv vorgehen möchte bei Overpass. Denn die Räume vor dem A-Spot offensiv zu halten, sind eigentlich schon, oder ist eigentlich schon so eine Voraussetzung. Gerade die Nippen macht das immer wieder sehr dominant. Also sie sind wirklich so ein Team, die dann halt die halbe Runde auch vorne stehen und wirklich erst dann zurückgehen, wenn sie einen First Break bekommen haben und selbst dann manchmal noch vorne bleiben. Molotov verworfen, NA Molotov. Oh ja, gutes Timing von Kerrigan. So geht's dann natürlich auch, wenn die Gegner den Go vorbereiten und du wischst sie genau dann. Kann wieder guten Damage machen. Kerrigan Nummer 2, Nummer 3, aber beim vierten ist dann Schluss trotzdem. Ultra viel Damage vom dänischen Ansager hier verteilt. Drei Leute rausgenommen und die anderen beiden auch noch ziemlich angeschossen. Und dann die Weiß sieht rechtzeitig was. Die Prey kann den letzten Arno machen. Das ist die erste Runde für Astralis und Junge, die sah gut aus, vor allem von Kerrigan. Der einfach genau das richtige Timing beweist, um da vorne reinzugehen und seine Gegner so schon mal sauber dezimiert hat. Ja, jetzt für Luminosity Gaming noch eine Kaufrunde drin. Danach werden sie erstmal sparen müssen, wenn man die jetzt also verlieren sollte. Wir sehen auch, Fair hat da noch einiges ausgeben müssen. Fallen mit seiner AWP, die anderen vier erstmal bei der AK geblieben. Natürlich die Weiß weiterhin an der AWP und der Rest mit dem 4 erstmal. Das ist jetzt keine große Überraschung bei Astralis. Die Nade von Kerrigan hat erstmal niemanden erwischt, da Luminosity Gaming die so viel Gas gegeben hat. Sondern die wollen jetzt erstmal abwarten. Die rechnen damit, dass vielleicht die Weiß offensiv kommt, dass man ihn da irgendwie reinschickt, um den First Frag zu ziehen. Aber das ist momentan nicht der Fall. Taco aimt ja auch alle möglichen Boosts ab, falls da irgendwas passieren sollte. Die immer noch super defensiv. Also sie lassen sich sehr, sehr, sehr viel Zeit gerade eben. Versuchen es diesmal komplett über lang, weil auch wieder so ein Stück weit die Kontrolle fehlt von Astralis, aber das konnten sie gerade eben eigentlich auch schon ziemlich gut wettmachen. Ah, die Weiß, gefährliche Position. Gerade wenn dir da ein Falling gegenübersteht, würde da wahrscheinlich ein Problem bekommen. Denn da wird der Brasilianer auf jeden Fall hinnehmen. Zieht sie jetzt auch rechtzeitig zurück, also so lange möchte man in der Position doch nicht verharren. Auch dieses Mal. Kerrigan wieder mit diesem offensiven Akzent. Er stand ein bisschen weiter vorne als seine Mates. Konnte einen Gegner rausnehmen und jetzt weiß man natürlich trotzdem relativ früh, dass die Gegner da wahrscheinlich nochmal runterschieben werden. Vor allem, weil die Pre jetzt auch offensiv ausschließt. Und spätestens dann, wenn er gleich hört, oder es reicht jetzt eigentlich schon, dass er nichts hört. Ja, das ist eigentlich schon Info genug, dass man weiß, okay, es wird höchstwahrscheinlich der Baseball werden. Auch die Weiß ist in einer Position, in der er jederzeit schnell zurückschieben könnte. Und jetzt ist halt diese Frage, gut, wie viel besser kann man jetzt eben die Engine Flex ziehen? Es sind noch 10 Sekunden auf die Uhr. Das war die Bombe! Das war die Bombe! Taco wird auch noch fast rausgenommen. Jawohl, Cage mit dem Refrag und damit ist die Zeit zu dünn. Man kann die Bombe nicht mehr blenden. Fallen wird hier die Zeit noch auslaufen lassen können. Hoffen, dass es seine AWP nicht mehr verliert diese Runde. Und dann einfach ohne Geld in die nächste gehen. Also dieser eine Frag unten an lang, der die Bombe rausnimmt, der diese Runde auch entscheidet. 3-2. Zweite Runde für Astralis. Und wie gesagt, jetzt Luminosity Gaming halt eben mit dem Geldproblem. Da sie haben Fallen jetzt noch an der gesaveten AWP, aber der Rest nur Pistolen unterwegs. Fallen versucht einfach schnell reinzugehen. Oh, gegen den Booster, aber da wurde halt auch die Weiß gegengeschickt. Junge, Junge, Junge. Das hat halt jetzt genau richtig funktioniert. Dass die Weiß gegengeboostet wurde, genau in der Runde, in der Fallen versucht, den AWP Entry Frag schnell zu ziehen. Das ist halt bitter gelaufen. Oder gut gereadet von Astralis, je nachdem wie man sehen möchte. Die Flash hat Taco auf jeden Fall nochmal gut verzögert und vor allem auch davon abgebracht, unten rauszugehen.
Die Molotow waren kurz. Kostet natürlich nochmal ein kleines bisschen mehr Zeit. Raus, steht natürlich jetzt so oben sehr safe an seinem, an seiner Sniper-Position. Salpex sprayt einfach sauber und somit ist Cold Zero der letzte verbleibende Spieler. Ah, gönnt er sich den Cage nochmal? Ja, den gönnt er sich. Ich weiß nicht. Also irgendwie gefällt LG mir momentan überhaupt nicht. Weder gegen G2 vorhin auf Train, noch auf das 2 jetzt gerade. Gut, wobei, da muss man sagen, die CD-Seite war gar nicht mal so schlecht. Also, an der lag es definitiv nicht, aber die T-Seite dafür umso schlechter. Noch hier wieder, gut, die ersten Runden haben sie sauber rausgespielt, aber das war doch Anti-Eco und so weiter. Also, das erwartet man ehrlich gesagt auch nicht anders. Aber jetzt, sobald die Waffen wieder da sind, es fehlt irgendwie dieses Impulsive einfach. Ne? Das ist hier halt eigentlich das, was sie halt immer ausgezeichnet hat. Dieses schnelle, dynamische Spiel, das fehlt momentan komplett. Also, man guckt da irgendwie immer so einzeln in die Spots rein, da wird man rausgenommen, da wird einer rausgepickt. Dann läuft mal wieder die Zeit aus, dann verschießt da wieder irgendeiner. Das ist momentan alles noch ein bisschen durchwachsen. Aber gut, auf der anderen Seite LG so viel unterwegs gewesen, jetzt auch wieder. Kann man sie denn da verübeln, wenn irgendwann einfach auch mal Erschöpfung sich halt bereit macht? Aber gut, es ist vielleicht noch ein bisschen früh dafür. Jetzt fahren wir erstmal ab. Sidebex. Ja, den zweiten kann er nicht mehr machen, also diesmal. Ja, da sehen wir es doch. Genau das ist halt eben das, was man normalerweise eher von ihnen gewohnt ist. 2 gegen 2, das Ganze muss jetzt also noch verteidigt werden. Fallen hat die Bombe bereits geplättet und sich dann zum Wasser hin zurückgezogen. Das zweite Flash noch hinterher, auch vor der muss ich kurz hier erstmal wegdrehen. Fallen ist bekannt, Device, 70 AP. Ja, und er muss sich dann höchstwahrscheinlich auch zurückziehen, nachdem die Smoke da oben nochmal liegt. Will er da wirklich nochmal reingehen? Nein, ich denke nicht. Also, das ist doch mal ein Bego von Luminosity Gaming, wie man eigentlich gewohnt sind. Schön gerefragt, immer wieder getradet. Ja, wenn schon einer nicht die ganzen Fracks ziehen kann, dann tradest du dann einfach schön runter, bis du dann die Überzahl oder die ausgeglichene Situation hast, Bombe gelegt. Das Ganze ist aber verteidigt. 4 zu 3. Und das ist auch was. Oder das ist, ja, die Geschichte, wie wir sie einfach eher kennen. Vielleicht war es auch nur die erste Map, auf der sie noch so ein kleines bisschen nachgelassen haben, mehr oder weniger. Hatten wir heute bei NIP auch schon zum Beispiel. So, Device hat mit seinem offensiven Peak keinen Erfolg gehabt. Also, frühe Überzahlsituation ist hier nicht. Auch hier hat er fair nur in Anführungszeichen angeschossen. Kommt aber weiter zurück. Jetzt konnte die Pre schon mal einen rausnehmen. Die Pre gönnt sich auch den zweiten noch. Wird erst dann von fair gerefakt. Also, hat auf jeden Fall wieder ordentlichen Damage gemacht. Kerrigan auch schon wieder auf dem Rückwärts. Oder im Rückwärtsgang, genauso wie Device, der nochmal seine Position auf die Bank verändern möchte. Aber sie sind halt auch wieder im 4 gegen 3. Fair ist auf 22 KP runtergeschossen von Device. Der Zero steht da hinten noch bereit. Hoppala, da hat es geknallt, aber das war nur ein AK-Schuss. Also für die Weiß momentan eigentlich noch alles im grünen Bereich. Hat sich da wieder schön breit machen können. Und so hat man die Situation momentan, zumindest bei Astralis, noch unter Kontrolle. KGMB wieder in seiner Ecke hier unten, die er vorhin auch schon mal gehalten hat. Wird wahrscheinlich gleich das Duell mit Taco sogar nochmal bekommen. Ja, aber Taco müsste ihn eigentlich schon überprüfen. Jetzt hat er natürlich hier die ersten Shots gehört. Taco zieht auch nochmal runter zu ihm. Trotzdem setzt sich KGMB hier im Duell durch. Ist dann mehr oder weniger auch der Refrag, den er da ziehen kann. Jetzt kommen Cold Zero und Fair da nochmal um die Ecke. Cold Zero eigentlich gut gepiekt, aber Cajun überlebt mit einem AP. Das ist halt bitter einfach. Das ist halt einfach nur bitter. Fair mit 22, Last Bottle Least, aber das wird halt schwer. Cajun fällt doch nicht mal da. Und die Weiß holt ihn einfach von der Seite ab. 4 zu 4. Anschlussrunde direkt wieder für Astralis. Und das bedeutet Super Money Broke bei Luminosity Gaming. Wahrscheinlich sogar eine Doppel-Eco, abgesehen von Fair kann sich, oder, also Taco und Fair könnten sich zwar nächste Runde schon wieder was leisten, aber die anderen drei zu wenig Geld, als dass es möglich wäre. Dementsprechend entscheidet man sich hier auf jeden Fall für eine Eco und höchstwahrscheinlich auch noch eine zweite. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, nicht mehr. Ne, das war Cajun, okay. Hat sich da nur 2 geholt. Nur in Anführungszeichen.
MP9 von Kerrigan ist schon am Start, also sollte es den 3-HP-Spieler ziemlich schnell zerlegen. So ist es auch. Der FNX hat da seine Gegner vielleicht sogar nochmal umlaufen. Die weiß gerade eben seine AWP, kommt offensiv, verschießt aber hier gut. Kerrigan kann auch nicht mehr rechtzeitig reagieren. Oh, RIP. Das sah jetzt gar nicht mal so gut aus. Dann die weiß gegen FNX. 5 zu 4. Also jetzt das erste Mal die Führung dann letztendlich auch für Astralis. Jetzt kann sie da wirklich mal sich ein kleines Ründchen weit absetzen wenigstens. Schauen wir mal, was da bei Luminosity Gaming der Fall ist. Ja, also wirklich nochmal die Eco. Die Doppel-Eco auf der T-Seite. Diese mal ein kleines bisschen bitte, ehrlich gesagt. Die haben wir heute schon oft gesehen. Ich glaube, es ist schon das dritte Mal. Eigentlich ist die super selten. Ja, aber dazu muss es schon wirklich ganz, ganz komisch laufen. Also da musst du halt immer eine Runde haben, die du zwischendurch als T holst und die halt super knapp nur gewinnst. Und wenn dann gleich wieder die Anschlussrunde verloren geht und du vorher halt auch kein Geldpolster hattest, das ist immer so ein bisschen auch in diese Voraussetzung. Deswegen passiert das eigentlich ziemlich selten. Aber heute schon wirklich öfter gesehen. Es wird einfach komplett lang durchcontacted bei LG. Boah, das könnte ziemlich gut funktionieren. Das könnte sogar sehr, sehr gut funktionieren. Die Prey steht aber weit weg hinten am Spot. Ja. Also er hat die richtige Position zwar getroffen. Aber jetzt ein bisschen außer Acht gelassen, dass er da wirklich so eine lange Distanz aufgebaut hat. Jawohl, Kerrigan setzt nochmal mit seiner P2000 nach. Und das ist die Runde Nummer 6 für Astralis. Also auch diese Anti-Eco holen sie sich. Damit man sich also noch eine weitere Runde absetzen können und führt jetzt also schon mit 2 mittlerweile. Aber Luminosity Gaming hat die nächste Waffenrunde. Also sie haben jetzt sogar eine Doppel-AWP ausgepackt, sowohl bei Fallen als auch bei Cold Zero jeweils eine. Mal deutlich offensiverer Aufbau von Astralis. Also das ist jetzt wirklich komplett anders als vorher bisher. Sie haben sich ja eigentlich immer ziemlich auf den Spot zurückgezogen und hatten halt, hoppala, und hatten halt nur vorne vielleicht ab und zu mal Kerrigan hier stehen oder ein Device hier stehen. Und jetzt gucke ich das mal an, wo die stehen. Die haben quasi alles bis hierhin mehr oder weniger bei A unter Kontrolle. Den Connector auch schon teilweise so angegangen. Device hat gleich mal schon die ersten beiden Frags gesetzt mit seiner AWP. Also Luminosity hat überhaupt keinen Spielraum einfach jetzt, um mit ihrer Doppel-AWP auch zu arbeiten. Also wirklich, wirklich gute Reaktion jetzt von Astralis. Auch hier an B stehen sie komplett offensiv. Cajun irgendwie den zweiten Spieler da hinten noch mitgenommen. Und Taco kann zumindest einen Frag noch setzen. Aber Junge, sind die da zerstört worden. Wieder ein super guter Read von Astralis. Im richtigen Moment das Richtige gespielt. Ja, die scheinen hier wirklich sich gut vorbereitet zu haben auf LG. So wie Astralis momentan halt auch spielt, extrem schwer für LG noch irgendwas reinzureden, weil sie halt einfach jede Runde fast anders stehen. Kerrigan konnte noch zwei machen in dem Connector, bevor er abtritt. Einmal Molotov kommt nochmal gegen, um das Ganze auch zu verzögern. Die Prey muss sich jetzt nicht allzu große Sorgen machen. Außer da kommt die MP9 um die Ecke und gerade Fee hat die in der Hand und wir wissen, was der damit immer kann. Aber dann wird Device tätig. Sagen wir es mal so. Taco last but not least. Und er versucht es mal am Basefort. Cajun wieder in dieser Position. Haben wir schon vermehrt gesehen, aber auch diesmal ist er wieder erfolgreich. Auch wieder gegen Taco. Der diesmal aber wenigstens mit ihm gerechnet hat, nur aufgrund seines fehlenden Equipments halt nicht allzu viel dagegen machen konnte. Ja, 8 zu 4 damit mittlerweile für Astralis, also 4 Runden Vorsprung haben die Dänen aufbauen können. Und jetzt gibt's hier bei Luminosity die nächste Waffenrunde. Ist jetzt die Frage, ob man nochmal so offensiv reingehen möchte, weil damit wird Luminosity jetzt auf jeden Fall... Echt, Junge. Ja, und Taco darf sich halt sofort schlafen legen. Der, glaube ich, geht auch instant ins Hotel zurück nach dem Schuss.
das war's dann für ihn heute. So, und jetzt Fallen. Fallen mit der AWP gegen die Weiß. Die Prey übernimmt die AWP sofort. Also sie wollen weiterhin die AWP da wirklich aufrechterhalten. Vielleicht auch so ein kleines Überraschungsmoment jetzt momentan. Okay, wir gehen uns aber so ein bisschen aufschauen, dass er vom Molotov nicht gehittet wird. Sieht aber gut aus soweit. Aber Cypex spielt da schon mit dem Gedanken hochzuschieben. Sneakt aber momentan erstmal komplett durch, dass er da auf jeden Fall nicht gehört wird. Ja, wir sehen auch warum, weil KGB einfach schon komplett durch ist an B und sie halt genau wissen, dass die anderen Spieler jetzt alle vor dem A-Spot stehen. Und wenn Cajun jetzt ein bisschen Gas gibt, dann würde sie halt ja, einfach von denen auseinandernehmen können. Bombe ist down. Damit ist der ganze Go eigentlich schon wieder zerstört, bevor er überhaupt angefangen hat, weil einfach nur die Bombe fehlt. Man muss jetzt erstmal die Bombe recovern, was halt Zeit kostet. Es sind nur 40 Sekunden auf der Uhr. Sie wissen, die steht Cajun noch da, könnte sie vielleicht noch annehmen. Sie wissen auch nicht, kommt von vorne vielleicht gleich noch jemand reingepusht. Das ist halt jetzt die denkbar schlechteste Situation, die man haben könnte. Kerrigan setzt sich auch noch gegen Fair durch. Und Cajun hat halt genau das richtige Spiel bewiesen. Vielleicht kam die Ansage auch von Kerrigan, push jetzt mal dann B durch. Schöner Refrag, Cajun wieder am Start und damit ist FNX last but not least Dupree mit der AWP in der Hand. Trifft ihn sofort, 9 zu 4, auch diese Runde wieder genauso aufgegangen, wie Astralis sich das überlegt hat. Und sie gehen weiter in Führung, immer weiter. Junge, Junge, Junge. Die spielen LG aber auch gerade wirklich an die Wand. Also, ich habe keine Ahnung, was mit Astralis im ersten Spiel los war, aber wenn sie da so gespielt hätten, die hätten Optik 6 zu 0 vom Server geschossen. So, jetzt kommt nochmal ein Lego, der hat vorhin auf jeden Fall schon mal geklappt. Cajun sah ein bisschen unglücklich aus. Oh, dafür ist Apex aber umso besser, wenigstens den zweiten Code auch noch losschießen, aber ist trotzdem zu wenig. Ist zu wenig für so einen Lego. Also das ist auf jeden Fall was, was bisher bei LG knapp, worauf man, denke ich mal, auch wieder zurückkommen kann. Trotzdem versucht Astralis hier nochmal in den Retake zu gehen. Der ist halt schon optimistisch. Auf der anderen Seite, sie haben so viel Geld, dass sie die nächste Runde kaufen können. Also warum sollte man es jetzt nicht versuchen? Denn die nächste Runde ist die letzte Runde der ersten Hälfte. Ja, die Prey rechnet nicht mit dem Spieler rechts. Das heißt, der wird da wahrscheinlich nicht rauskommen. Ja. Dann wurde da aus dem Crossfire zerlegt. Kerrigan, ebenfalls schon bekannt. Die Weiß wird auch noch angeschossen. Ja. Also da geht nichts mehr. Zumindest Fair kann er nochmal picken, aber die Runde wird trotzdem an Luminosity Gaming gehen. Also die Begos sind definitiv erfolgreich. Das muss man den Brasilianern einfach lassen. Wenigstens das funktioniert, wie gesagt. So, letzte Runde der ersten Hälfte. Ja, man muss natürlich auch ganz klar sagen, also wenn wir jetzt nochmal die Verteilung der Waffenrunden anschauen. Man stelle sich mal vor, Luminosity hätte die Pistol auch nicht geholt. Die wären halt komplett zerstört worden. Die haben jetzt zwei Waffenrunden geholt. Das war jeweils mit dem Bego. Und der Rest ist einfach wirklich krass runtergespielt von Astralis. Wir sehen sie hier. Alle, also das Schlimmste war hier die Runde Nummer 5 mit zwei Leuten. Seinen Schuss daneben gesetzt. Oh, und da glaube ich, vertut er sich jetzt auch. Ja, da hat er sich aber voll vertan. Das zweite Mal schon, dass er so schlechtes Timing hat. Jetzt kommt es halt wieder auf Cypex an. Ui, Junge, der steht aber diesmal deutlich besser. Cypex Nummer 3 auch noch drin. Nein, diesmal ist Schluss, aber immerhin halt jetzt eine ausgeglichene Situation. Ne? Dieser eine Frag mehr ist, macht jetzt den Unterschied zwischen man ist in der Unterzahl und man ist gleich aufgestellt. Das hat sich dann damit gerade eben erledigt, nachdem Fair einen Spieler schon mal rausgepickt hat. Sie wissen genau, dass da oben irgendwo noch die AWP stehen könnte. Die Weiß, jawohl, jetzt hat er Fallen gesehen. Da guckt der Rücken raus und den gönnt sich die Weiß ja auch sofort. Zero zielt immer noch Richtung Kurz. Sie wissen genau, dass die Prey da steht. Der ist vorhin da verschwunden. Das heißt, der muss hier irgendwo noch sein. Ja, ja. Und er setzt sich durch. Und jetzt hängt es halt eben an Device, diese Runde noch zu entscheiden. Wieder der Bego, wieder Cajun, wieder große Probleme hat. Da mit dem Timing. Wenn der, ich weiß nicht genau, was mit ihm momentan los ist, aber gerade er hat sich da wirklich so ein bisschen versaut auf dem Spot. Und dann steht Fair einfach noch gut. 9 zu 6. Cajun hat eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Aber jetzt an B sah er wirklich zweimal super unglücklich aus. Was hat Luminosity im Endeffekt dann auch die Runde beschert. Und ihnen halt auch das 9 zu 6 möglich macht. Ja, nichtsdestotrotz haben wir das Gefühl, dass Astralis hier das deutlich bessere Team jetzt in dieser Hälfte war. Aber man muss halt auf der anderen Seite auch sagen, 6 T-Runden für Overpass gehen trotzdem in Ordnung. Also,
Da habe ich schon Schlimmeres gesehen auf der Map. Was natürlich auch wieder der Pistol-Round halt so ein bisschen geschuldet ist, weil die drei Runden machen sich halt schon bezahlt, ne? Ohne die wäre es ein 12-3. Das sind halt diese kleinen, aber feinen Unterschiede. Ah, dann müssen wir mal schauen, wie das Ganze in der zweiten Hälfte weitergeht. Aber auf der anderen Seite, also es wird ein bisschen von der Pistol noch abhängen. Aber es sind halt immer noch 7 T-Runden, die Astralis da braucht. Und die CT-Seite auf das 2 vorhin von Luminosity hat nicht schlecht ausgesehen. Klar, hat jetzt Europass mal eine komplett andere Dynamik. Und du kannst es nicht wirklich vergleichen, ja. Also du kannst nicht sagen, wenn ich auf das 2 CT gut war, muss ich hier auch gut sein. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Astralis da schon wirklich über den Berg ist. Auch wenn sie jetzt teilweise so dominant wirken in dieser Halbzeit, gerade in den Waffen. Und wie gesagt, 9-6 ist halt okay. Auch wenn Astralis da wirklich überlegen wirkte, teilweise, streckenweise. Ja, trotz allem wäre die zweite Pistol halt jetzt definitiv wichtig für Astralis, auch wenn sie in den Waffenrunden die Nase vorne hatten, wäre es ja trotzdem gut, sich jetzt möglichst früh halt auch abzusetzen, damit man hier gar nicht erst bei Luminosity sie irgendwie ins CT-Spiel reinkommen lässt, sondern halt wirklich gleich von Anfang an zeigt, wer der Boss ist. Ich dachte eigentlich, Cypix ist Astralis Main AWP, nee. Das ist entweder Device oder Kerrigan, je nach Map, beziehungsweise auch je nach Seite, aber normalerweise, in Cajun spielt sie ja auch noch ab und zu. Ja, eher so die drei eigentlich. Also, ja, es hängt wirklich von der Map auch ab. Auf Mirage ist zum Beispiel Kerrigan auch immer ganz gerne dran. Kerrigan und Cajun wechseln sich quasi auch immer ab, aber Device ist auf jeden Fall meistens dran. So, also dann schauen wir uns die Pistol Round doch mal an. Astralis hat sich komplett vor B aufgestellt. Fair und Cold Zero da mit den Boosts. Zusammen mit Taco. Ihr habt da den ersten rauspicken können. Cold Zero und Fair, ja. Schönes Crossfire, was sie da aufgebaut haben. Fair ist immer noch nicht bekannt und kann dementsprechend einfach ganz easy alle wegholen. Jetzt hat Cajun gerafft, wo er hergeschossen hat, aber da war es schon viel zu spät und damit geht diese Pistol verloren. Luminosity sichert sich auch die First Round in der zweiten Hälfte und das ist sehr gut für sie. Das ist sehr, sehr gut. Damit wird man sich hier erstmal höchstwahrscheinlich den Ausgleich sichern können. Außer Astralis hat hier jetzt schon irgendwelche krassen Pläne, aber ich vermute mal momentan nicht. Bombe wurde gerade nicht mehr gelegt, nee. Okay, ich war jetzt kurz verwirrt, weil sie nicht geforspert hatten. Aber die Dänen haben sich da wohl für was anderes entschieden. Die Priya hat die Deagle bekommen, damit kann er ziemlich gut umgehen. Deswegen machen sie es halt meistens auch so, dass er dann eine Deagle gedroppt bekommt und selbst einfach das Kevlar kauft. Hat er den nicht gesehen? Okay, nein, er hat den wohl nicht gesehen. Ja gut, sowas passiert. Manchmal hüpft man einfach vorbei. Kerrigan geht down und dann natürlich jetzt auch ohne Kevlar keine allzu große Chance. Device wurde auch schon ordentlich angeschossen und Cypix ist neben ihm schon down gegangen. Ja, das sieht gut aus. Luminosity Gaming sichert sich die Flawless Anti-Eco. Da wird es nochmal eine weitere Sparrunde gehen bei Astralis. Auch wenn sie jetzt gerade schon eine Vollspar gemacht haben, dadurch, dass sie keine Bombe geplantet haben oder sowas. Gibt es nicht genug Geld, dass man jetzt schon kaufen könnte. Oder man könnte schon kaufen, aber es würde nicht so wirklich Sinn machen. Es wäre irgendwie so ein Tech-9-Kevlar dabei.
Ja, wobei, eigentlich würde der schon Sinn machen. Ja, und da gibt's aber nochmal die gute alte B-Abfahrt. Vollgas durch, aber die Doppelnades, die geht halt eben auch Vollgas durch. Und dann ist Schluss. Da gibt's nichts zu holen, absolut ganz normaler Rushblock, Doppelnade. Unten ins Monster rein und dann einfach noch schön reingehalten. Also da brennt dann auch im Endeffekt nichts an. Sie haben auch noch einen Spieler verloren. Gerade jetzt in diesen beiden Runden ist es interessant. Sie haben auch schon so ein kleines bisschen am Geld. Vorhin hat sich da die AWP gekauft, deswegen noch ein bisschen weniger. Auch Cool Zero wieder an der AWP. Also diese Doppel-AWP-Peng, die man da weiterhin durchziehen möchte. Das ist schon ein Connector vorne und damit scheinen die Astralspieler noch nicht so hundertprozentig zu rechnen. Jetzt konnte Cage in den rausnehmen, dadurch natürlich gleich wieder ausgleichen. Das ist immer dieses Problem, wenn man einen Spieler alleine in den Connector schickt. Das hat auch G2 immer so gespielt mit Existence und da war ich eigentlich nie ein Fan davon, weil der Spieler halt so arg auf sich alleine gestellt ist. Und spätestens dann, wenn zwei Leute im Connector sind, hat er einfach gelutscht. Ich meine, was will der denn machen? Also klar, er kann halt dann sagen, okay, es sind zwei Leute im Connector und im Bestfall macht er auch noch einen, bevor der gerefragt wird. Aber du verlierst den halt einfach da vorne, der Connector ist dann futsch. Du weißt halt höchstens, dass ein Spieler im Connector unterwegs war, das wird dir so gut wie nichts bringen, weil du halt schnell hin und her schieben kannst und du kriegst dann halt die Info nach. Das ist einfach das Problem. Du weißt es dann für den Moment, aber die Info ist halt sofort nutzlos einfach, weil die können halt in beide Richtungen schieben. Die können sich halt dann sowohl vor A als auch vor B aufstellen. Und das wird dann keine Ahnung mehr. Und du hast die Kontrolle über den Connector sowieso verloren. Also wenn man ihn kontrollieren will, dann halt auch direkt richtig mit zwei Leuten plus halt dann noch einen vorne in den Toiletten. Oder in das Construction, je nachdem wie man es stacken möchte. Boah, nee. Ja, RIP in Pieces. Wenn das ein Dart, glaube ich. Wer war das überhaupt? Die weiß, glaube ich, oder? Oder Cajun? Keine Ahnung. Irgendeiner hat es auf jeden Fall voll zerlegt. Sechs. Keinen mehr aus dem Boost rausbekommen. Auch der Boost ist mittlerweile mehr oder weniger Standard geworden, aber Fallen hier im Retake mit der AWP den ersten. Kerrigan und Tipri. Die beiden. Das Ganze jetzt hier verteidigen. Es kommt halt alles darauf an, wie lange Kerrigan unentdeckt bleibt. Ah, es reicht für den ersten, es reicht für den zweiten. Mit Zusammenarbeit mit Dupree. Und dann fällt auch noch Cold Zero stark von Kerrigan. Er war lang genug unentdeckt, dass das gereicht hat. 10 zu 9, die erste Waffenrunde geht an Astralis. Und obwohl sie da so, also auch dieser Schuss von Cold Zero, ja, also bitte. Mit so einem kannst du aber wirklich nicht rechnen. Dass da auf einmal so ein Nusskopf durch die Holzplatte kommt und ist einfach mal einer weg. Dieser Cold hat zwar auch mit seinen No-Scopes, echt. So, Fallen hier gegen Langer, der AWP-Position Standard. Die Weiß, glaube ich, hat ihn auch schon gesehen. Oh, 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 oh. Das ist eine knappe Geschichte hier. Fallen noch ganz kurz rumgesprungen, um ein paar Infos zu sammeln, um zu gucken, ist da irgendjemand oder nicht. Die weiß, 10 AP, die Nate wird. Oh nein, ist sie abgeprallt. Schade. Die hat nämlich gereicht. Und die wäre auch richtig geflogen. Bitter. So, kann ich schon jetzt raus aus dem Connector. Er wird aber erstmal keinen treffen in der Construction. Jetzt kommen hier die ersten paar Molotovs, Nates Richtung B rüber. Fallen konnte oben aus dem. Raus den ersten schon schießen, ja. Trotzdem kann die Pretty Bombe übernehmen, wird es aber erstmal blenden. Das sollte hier normalerweise erstmal keiner dran hindern. Cold Zero verharrt immer noch vor der Smoke und wartet erstmal auf seinen Moment. Die Collector ist momentan noch komplett gedeckt, also man weiß halt ganz safe, dass die Gegner dann nur aus der CD-Base rauskommen. Die Frage ist dann noch, was können sie dagegen tun, weil es sind trotzdem 5 Leute, die da stehen. Und es wird gar nicht mal so leicht, das Ganze noch abzuwehren. Vor allem auf Cypex, das ist natürlich jetzt ein relativ großer Druck, dass er sich da durchsetzen kann. Und der. Oh, jawohl! Der zweite, der war's! Aber es haben zwei Leute schon richtig übel kassiert. Jetzt kommt Cage wieder mal von der Seite rein. Refrag sitzt hier unten. Der Spieler Device kann sich nochmal zurückziehen. Cage, damit schon durchgefused, damit schon durchgefused. Oh, und Fallen einfach durchgezogen. Einfach rangesetzt und durchgezogen. Und dann wird er aufgeräumt.
Und dann nimmt einfach alle mit. Vorne zieht durch. Macht nur alle kaputt. 10 zu 10 Ausgleich durch den Ansager selbst. Und vor allem auch Aufräumaktion durch den Ansager selbst. Boah. Also durchzieht ist ja schon full YOLO. Aber das sind auch noch beide Macht. Jetzt kommt hier Bego ohne Kompromiss mit Tech 9 drauffahren und zerstören. Zero fällt. Taco hat eine schöne Position, genau die, die Kerrigan vorhin eigentlich auch gespielt hat. Aber er wird von die Weiße gut gemacht. Der erste rennt vorbei, damit der Eindruck für den Spieler entsteht, er ist nicht bekannt und dann kommt der zweite und checkt ihn und damit rechnet dann irgendwie keiner mehr. Ja, und dann kommt man halt eben mal mit so einem Tech 9 bei eben auf den B-Spot drauf, als wäre es das einfachste der Welt. Fällt auf jeden Fall nochmal, aber die Runde an sich sollte jetzt trotzdem nicht gefährdet sein. Ne, ja, da gehen die beiden safe mal so vorne und fair sehen ein. Die Runde ist vorbei, die ist weg. Das ist die Runde Nummer 11 für Astralis. Die Gegenrunde ist natürlich jetzt sehr gut für sie. Oh, vor allem, weil sie fair nochmal rausnehmen können. Wenn sie jetzt noch vorne erwischen, das wäre natürlich super wirft. Das ist schon okay, dass Cypix zu sterben geht. Eigentlich brauchen sie das Geld. Er war jung und braucht das Geld, aber gerade wenn sie die Möglichkeit haben, Fallen noch rauszunehmen, ich würde es auf jeden Fall machen. So, jetzt muss man halt bei Luminosity schauen, die sind halt jetzt blank. Wie sonst was. Das reicht halt für überhaupt nichts mehr. Schnell offensiv zu peaken, würde es dann auch herausfinden, dass da wahrscheinlich erstmal keiner steht. Ah, sie stehen aber trotzdem zu dritt Richtung B halt aufgestellt momentan noch. Also Taco, Fallen und Fair, alle drei, sie wollen auch den Connector einnehmen. Das Problem ist nur, dass Astralis momentan genau den Gegenmove macht und genau in diese Deckungslücke halt reinfindet. Cool Zero vermutet da auch schon irgendwie sowas. Trotzdem Fallen jetzt mit dem First Frag. Da kommt die erste Smoke und Zero angeschossen auf 57 AP. Aber er überlebt die ganze Geschichte. Erstmal, Kerrigan soll hier noch backstabben und die Verschieber abfangen, mehr oder weniger. Oh, die Runde wird aber hart. Die wird ziemlich hart, vor allem, weil FNX nochmal von hinten über den langen Weg über die T-Base genommen hat. Und mit dem müssen sie rechnen. Mit dem müssen sie definitiv rechnen. Kurz lieber aus dem Boost raus einen ziehen können. Kerrigan, Device und Dupree. Okay, auf jeden Fall bestimmt, dass da von hinten noch was kommen könnte. Aber sie haben lang halt nicht auf... momentan auf dem Plan. So, und jetzt ist FNX da. Jetzt wird LG anfangen, den Retake zu starten. Sie haben nur noch gewartet, bis FNX in Position war. Kerrigan. Den ersten nimmt er mit. Kerrigan. Kerrigan Nummer 2. Aber beim dritten ist dann Schluss. Fair über die lange Distanz. Trotzdem kein Problem. Das heißt, die Gegenrunde geht direkt wieder an Luminosity Gaming. Junge, was ist denn jetzt hier los? Hin und her und hin und her. Beide Teams schenken sich da absolut gar nichts. Astralis wollen sie nochmal kaufen. Hat man das Gefühl, der Gegner hat auch Low Money. Hätten sie eigentlich, die Gegner. Aber wollen sie wirklich nochmal vorspielen? Oder sagt man sich, nee, jetzt erstmal sparen. Und es sieht eher nach letzterem aus. Da wird erstmal reingespart. Bombe wird noch im Connector aufgestellt. Und was haben sie vor? Der astrale Spieler, es wird was wohl relativ stumpfes sein. Ohne Granaten wird alles andere schwer. Okay, wieder vorne weg. Oh, ja, vorne, das sind überhaupt keine Chance. Not today. Zero alles im Griff, jawohl. Zweiter Frag Richtung B-Spot sitzt auch nochmal von ihm. Gegen Cajun und nimmt auch ihn raus. Also wir sehen schon, da geht nichts. Da geht überhaupt nichts. Wird flawless werden wohl für... Ja, so viel dazu. Natürlich genau in dem Moment, in dem ich sag, muss dann aber der eine Frag fallen, bloß damit ich nicht recht habe. Der Klassiker, man kennt das ja. Klassische Caster-Krankheit. 12 zu 11. Also, Luminosity Gaming kann sich den Vorteil sichern. Jetzt geht's wieder in die Kaufrunde rein. Diesmal sogar mit AWP bei Device. Bisher Cold Zero und Fair, die beiden Top-Fragger für LG. Auf der anderen Seite hat sich Kerrigan ganz oben hingesetzt. 12
12:11. Ja, wieder eine sehr entscheidende Runde. Sollte Astralis hier abgeben, müssen sie nächste Runde nochmal sparen. Und dann, dann wird es hier richtig eng für sie. Das wird ungemütlich, wenn sie die Runde jetzt wirklich abgeben sollten. Fair. Na, da war ein bisschen übermütig mit dem ersten Spray. Trotzdem kann er seinen Gegner dann rausnehmen. Die Breda ist aber noch erwischt. Die Weiß versucht ihn natürlich jetzt zu refragen, aber mit der Smoke würde er erstmal keine Chance mehr haben, seinen Gegner da irgendwie zu bekommen. Gleichzeitig versucht Cypex hier nochmal so einen kleinen Move. Und Zero überhaupt nicht blind. Kann FNX rauspicken. Jetzt hat man also wieder die Überzahlsituation sich da erarbeitet bei Astralis. Fair steht vorne in den Toiletten bereit und auch ein zweiter Spieler ist schon auf dem Weg nach A hoch zu rotieren. Und sie haben ihn überhaupt nicht auf dem Schirm, aber wieso? Wieso nicht? Cypex pusht hier einfach an B durch, hat auch da den absolut richtigen Riecher. Kurz Zero steht aber auch noch in kurz bereit. Trotzdem, er kann von die Weißen rausgenommen werden. Ultra wichtiger Frag. Jetzt müssen sie nur noch schauen, dass sich von vorne keiner rauspicken lässt. Und die Bombe kann erstmal geplantet werden. Vorne wird nicht rechtzeitig kommen, aber dann zusammen mit Fair, mit der Nate, kann er ihn auch instant rausnehmen, bevor Cypex überhaupt die Chance bekommt, das Spiel oder die Runde irgendwie auszuspielen. 13:11 für LG. Jetzt kommt der Timeout-Call von Astralis, aber sie können halt eigentlich nicht wirklich kaufen. Also die Map sieht gar nicht gut aus für die Dänen. Und genau, die hat sie da gerade einigermaßen in der Hand. Gerade vorne, die halt jetzt immer weiter auftritt. Und ihnen das Leben da richtig, richtig schwer macht. Eigentlich auch jetzt in der Runde gerade eben wieder. Es klappt halt alles, bloß rechnet man dann wieder nicht mit dem Spieler in den Toiletten, der vorne noch steht. Fallen kann halt wieder einen rauspicken, um die Runde nochmal auszugleichen. Ich meine, an sich haben sie es ja geschafft, sich aus dem 5 gegen 4 sogar in einem 5 gegen, in einem 4 gegen 3 zu spielen. Aber irgendwie die Runde dann trotzdem wieder aus der Hand gegeben. Also, Astralis diese Runde nur mit der Kevlar Eco. First Frag hier gegen FNX von Device sofort gesetzt, aber mal eine schöne Deagle Shell rein muss auch mal sein. So, Fallen verschießt. Oh, das könnt ihr nicht. Das könnt ihr ihn hier richtig was gekostet haben. Cold Zero kann ich eigentlich stacken trotzdem. HMP hat ihn bereits überlaufen. Cold Zero wird auch nochmal überlaufen. Junge! Jetzt kommt hier der Force aber richtig ins Rollen. Die guten alten Tech 9, da ist das Köpfchen von Cajun, aber er kommt weg. Zumindest die Bombe hat er geplantet. Bisschen was nochmal hier reingesetzt, einfach gehofft, dass er da an der Smoke vielleicht noch jemand mitnehmen kann. Fair und Taco, 2 gegen 3, Kerrigan, Device und Dupree. Oh, und Dupree mit einem guten Move. Dupree mit einem guten Move und den werden sie nicht erwarten. Den werden sie sowas von nicht erwarten, selbst wenn sie die Spieler jetzt vor den Toiletten noch holen, dann steht da plötzlich ein Dupree von hinten noch da und er lässt sich erst, er hält sich erstmal versteckt. Jetzt kommt der Defuse und dann kommt Dupree sauer mit dem Backstep und es ist der letzte verbleibende Spieler. Fair gegen Dupree und die Bombe tickt zu schnell, die wird explodieren, kann ihn sogar nochmal setzen, aber mit der AWP wird er nicht wegkommen. Butz, da ist er tot. 12:13. Astralis sichert sich diese super wichtige Runde. Trotzdem wird Luminosity nochmal kaufen können. Man hat sich wieder bei der AWP für Fallen entschieden. Eine Doppel-AWP wird es jetzt nicht geben.
wirklich drüber. Ja, aber er sieht Cajun nichts. Gut, dann bleibt es hier im Connector erstmal nur bei dem sich gegenseitig anschauen, mehr oder weniger. Oh, die Flash eigentlich so gut, aber irgendwie ist Dupré kurz angeschlafen. Außerdem halt einfach der Timing-Shot von vorne. Ich meine, er war komplett blind, aber er hat einfach auf gut Glück geschossen, mehr oder weniger. Vielleicht halt hier locker, um den Frag zu ziehen. Es ist halt so schwer, an vorne momentan einfach vorbeizukommen. Er macht sie halt überall kaputt. Gerade eben noch unten an B. Jetzt steht er schon wieder auf dem Aspot bereit, nimmt da einen mit. Das heißt, man ist schon wieder im 5 gegen 3, bevor man überhaupt irgendwas versuchen kann. Taco wird gut angeschossen oder auch nicht, okay. Warum wir die Schüsse hingegangen sind. Und wenn sie halt jetzt wieder die Gegenrunde kassieren, das wäre halt so bitter für Astralis. Die schaffen es einfach nicht, da mehrere in Folge mal zu holen. Cool, Zero, ja. Setzt den ersten. Die Bombe geht niemals durch. Keine Chance, da werden sie einfach zusammengepusht. Ja, nächster Forceball von Astralis, die waren ja bisher mit am erfolgreichsten. Diesmal wieder mit diesem Bego, dass sie erstmal die Construction, die Zange nehmen und dann das Ganze splitten. Aber LG hat jetzt besser darauf reagieren können. Mit den Molotovs natürlich das Ganze nochmal ordentlich ausgebremst. Hinten an den Toxic-Fässern steht fair bereit. Er wartet hier auf seinen ersten Gegner, der da rauskommt. Kerrigan kann Taco, kann Cold Zero machen. Taco mit dem Reflect-Bombe wird erstmal geplättet. Fair weiß noch nicht so wirklich, was er machen soll. Ist jetzt definitiv bekannt. Wir sehen hier schon die ersten Schüsse, die durch die Smokes durchkommen. Taco hinten auch schon bereit. Fair und er. Wow. Stehen beide aus einer CT-Base. Insgesamt wieder alle vier Spieler über CT. Fallen oben aus dem Sniper und ist draußen. Sie dürfen sich ihm nicht zeigen. Wenn jetzt irgendeiner raussteppt, wäre es einfach richtig wasted. Aber FNX und Taco marschieren halt wieder drüber. Device und Cypex im 2 gegen 4. Also wenn sie die Runde holen, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, Fair schießt Cypex schon mal 50 AP runter, die Bombe könnte eigentlich theoretisch schon durchdiffused sein, aber er wird dann trotzdem rausgenommen. Das ist die 15. Runde für Luminosity Gaming. Und sie haben letztendlich den Matchpoint. 15 zu 12. Drei Runden Zeit, das Ganze nach Hause zu bringen. Astralis wird zwar kaufen können, Fragezeichen. Ja, geht. Nicht unbedingt optimal. In 16-12 aus. Zumindest kann Apex nochmal einen gegensetzen. Versuchen wieder auf dem B-Spot zu rotieren, aber bisher die Vitex halt so zerstörerisch einfach von Luminosity. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt irgendwie aufhalten können. Sieht nach einem schnellen 16-12 aus. Zumindest kann Apex nochmal einen gegensetzen. Versuchen wieder auf dem B-Spot zu rotieren, aber bisher die Vitex halt so zerstörerisch einfach von Luminosity. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt irgendwie aufhalten können. Obwohl sie da immer nur von einer Seite spielen, die Luminosity-Spieler, ist das halt ultra gut koordiniert. Ah, wenigstens Taco kann nochmal überfahren werden. Also es wird wohl wirklich wieder in den Retake gehen. Und diesmal macht es LG halt auch so, dass sie einfach von der anderen Seite kommen. Ja, sie machen jetzt nicht mehr eben dieses, wir kommen zu dritt über die CD-Base, sondern wir kommen jetzt eben alle über die Construction. NA-Smoke. Das scheint hier schon zum größten Teil gehört worden zu sein. Boah, Fair gut durchgesprayt gegen Kerrigan. Ihn schon mal sauber low geschossen. 34 AP nur noch bei dem Dänen. Die Flash verrät Kerrigan natürlich einigermaßen, was los ist. Hinter den Sandsäcken stand schon einer und der kann. Das war sogar Cajun. Oh mein Gott, das war halt auch noch der Teamfrag. Jetzt genau in dieser bitteren Situation. Cajun macht es aber direkt wieder wett. Die war nochmal einen Gegner rausnimmt. Fallen versprayt. Cajun mit dem zweiten. Aber Fallen wird durchziehen können. Der geht durch. Ja, der geht durch. GG, well played. 16 zu 12 gewinnt Luminosity Gaming auf DE Overpass gegen Astralis, auch wenn die Dänen hier eine super gute CT-Hälfte hingelegt haben, in der sie Luminosity wirklich an die Wand gespielt haben. Die Brasilianer auf ihrer eigenen CT-Seite dann mit ja, genug Durchhaltevermögen und vor allem mit genug Fallen, dass sie das Ganze wirklich nochmal gewinnen können. Also wir müssen auf eine Map Nummer 3, wir brauchen den Decider DE Train. Und ich weiß ganz ehrlich, was passieren wird. Also irgendwie schwanken immer noch beide zwischen, wir hatten jetzt... Die gute...